So, Freunde, herzlich willkommen aus dem Lazarett. Far Cry Primal. Schönen guten Tag, Freunde. Wie gesagt, heute aus dem Lazarett. Kranki Popanki, der arme Andy. Aber das kriegen wir schon hin. Die Nase ist ein bisschen zu, Kopf ist ein bisschen am Dröhnen. Aber so eine Runde, so eine kleine Runde Far Cry Primal können wir uns ja nicht gehen lassen. Ich bin vielleicht noch ein bisschen unter Tabletten, deswegen der ein oder andere Satz wie immer etwas durcheinander. Aber wir gucken erstmal hier, was wir im Belohnungslager finden können. So, Freunde, was haben wir denn hier? Ja, alter Holz brauchen wir immer. Schiefer, scheinbar auch ein unerschöpflicher Rohstoff, den wir immer da haben könnten. Ja, ja, dementsprechend lag ich dann auch das ganze Wochenende flach. Habe sozusagen auch nichts aufgenommen. Aber das wird jetzt in der Woche hoffentlich etwas besser und meine Grippe oder was auch immer das sein mag, wird sich dementsprechend auch bessern. So, wir haben hier gleich erstmal alles wieder geplündert und ich finde, wir sind auf einem guten Weg, obwohl wir auch noch nicht so viel geschafft haben. Derzeit bei 14%, 14,42 glaube ich stand da. Ja, und schon verbrennen wir uns gleich mal wieder. Ja, also noch nicht so viel geschafft, aber auf einem guten Weg. Ich glaube, diese ganzen Upgrades und so sind wichtig für unser weiteres Voranschreiten und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir jetzt erstmal in der Hauptstory noch nicht so weit vorangeschritten sind. Wo der eine oder andere sagt, Mensch, hier, da könntest du aber mal ein bisschen schneller machen. Will ich gar nicht. Nö, will ich einfach gar nicht. Ich will hier alles sehen. Und genau, also ich will hier einfach alles sehen, alles erleben und deswegen auch etwas bedächtiger als vielleicht manch anderes Let's Play. So, schauen wir uns nochmal hier an, was es hier Schönes gibt. Es gibt hier, glaube ich, Fleisch. Super, dann nehmen wir das auch. Und dann reisen wir auch gleich weiter. Da muss ich jetzt nicht rein, weil Jaima, mit der hatten wir schon letztens das Vergnügen. Gut, also Schnellreise, wohin, ach Mann, Map, wohin reisen wir denn mal schnell? Ah, mir wurde auch wieder angeraten, hier die Bestien zu zähmen. Ich habe es mir letztens schon mal angeguckt, wie man das macht. So. Wow, wow, wow. Da muss ich nochmal in die Option gucken. Option, Tastatur und Maus, Gamepad, Grafik, Audio. Ne, hier war es doch nicht. Doch, Gameplay. Und zwar Tiere zähmen. Ne, das war doch gar nicht hier. Es war irgendwo. Ja, wir haben schon wieder ein neues Handwerk, was wir lernen können. Was ist das denn? Eine Schleuder. Die Schleuder verschießt Steine schneller und weiter, verursacht mehr Schaden. Ja, bisher hatten wir... Oh, ein Langbogen. Was brauchen wir für den Langbogen? Nordschwarzstein. Da werde ich natürlich versuchen, den... Alter, ein Doppelbogen. Also ich glaube, ich werde mich dann danach auch gleich aufmachen, die Materialien für die Bögen zu sammeln, weil das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dann können wir hier durch die Welt rushen wie nichts Gutes. Eine Tobsuchtsbombe. Heilige Scheiße, was kriegen wir denn hier noch alles? Gut. Wie dem auch sei.
Wie dem auch sei, wir haben eine Schleuder. Cool. Die werde ich dann auch gleich mal ausprobieren. Was ich aber definitiv sehen wollte, ist, wie man Bestien ködern und zähnen. Okay, stelle Köder, haben wir. Halte Q gedrückt. Okay. Wirf Köder mit Hm aus. Okay. Okay, okay, okay. Also den Köder werfen wir, warte mal, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also auf Q, ich habe das ja nur einmal gemacht bisher. Munition voll, Munition voll. Was ist das hier? Okay, aber wir hatten jetzt eine Schleuder, ne? Falle, Köder. Okay. Also mit dem Köder werfen wir... Ich kann ja mal einwerfen. Wie werfen wir den Köder aus? Nee. Warte mal. Nee, das ist falsch. Ich will jetzt mal versuchen, wie man den Köder auswirft. So. Zack. Nee. Den Köder wirft man doch mit... T aus? Nein. Mit Z aus? Ah, mit Z entzündet man seine Pfeile. Okay. Hier ist das Inventar. Ah, wartet mal. Hier ist der Köder. Und jetzt wirft man den Köder. Wie wirft man denn den Köder? Okay, also das ist Blödsinn. Wie werfe ich den Köder? Verdammt, ich will jetzt ja auch nicht so lange gucken. Wartet mal. Ich schau nochmal. Das ist jetzt hier Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir hängen das natürlich hinten dran. Wirf Köder mit aus. Mit was jetzt? Um Bestien anzulocken. Na gut, wir versuchen das, wenn mal so eine Bestie vor uns steht. Aber... Erstmal Schnellreise. So, gucken wir mal. Es ist Sonnenuntergang, es ist jetzt also blöd zu reisen. Da gehen wir doch nochmal. Genau, in unsere Höhle. Es wird hier schon wieder so unübersichtlich. Smaka Kaprashta. So, so, wo ist denn hier mein Bett? Muss ich jetzt echt bis da rein? Ah, nervig. Das ist die falsche Höhle. Danke. Da ist meine Höhle. Super. Sag mal, bist du eigentlich diejenige welche? Nee. Ist nicht die vom Anfang. Okay, bis zur Morgendämmerung. Okay, schlafen wir nochmal kurz und dann geht's los. So. Zwischendurch muss man ja noch Nachrichten lesen. Also heute läuft das wieder nicht so wie geplant. Es kommt immer mal was dazwischen. Gut, jetzt aber. Meine Lieben. Also ich bin noch nicht so wirklich wieder drin. Wir reisen mal... Was ist, achso, das war jetzt hier meine Faust, die das festgehalten hat. Wir reisen mal hier hin. Oder? Hier sind wir doch relativ zentral. Dann können wir hier gleich die Mission machen. Ja, das machen wir mal. Zack. Und schon geht's wieder, sind wir hier im Uros-Dschungel. Oh, wenn es heute ein bisschen nasaler klingt als sonst, entschuldige ich mich aufrichtig. Aber da kann ich jetzt erstmal nichts machen. Da ist auch schon das nächste Ereignis. Da sollten wir bestimmt unseren Leuten mal helfen. So und zack. Und zack. Zweimal Kopfschuss. Und dann sollte das auch erledigt sein.
Ja, komm her. So, noch ein Kopfschuss. Aua. So, versteck dich nicht hinterm Baum. So, noch ein Kopfschuss. Da läuft noch irgendwas, irgendwer. Ich lasse die jetzt einfach mal liegen. Weil ich gerade denke, dass wir sie nicht benötigen. Aber hier oben ist noch irgendwie ein unbekannter Ort. Warum auch immer. Ich dachte, den hätten wir schon längst erreicht. Außer erst mit Kletterkralle. Padurgi Zugflucht. Aha, Padurgi Zuflucht. Okay, es gibt scheinbar wieder einen Stammeskonflikt, den wir lösen müssten, sollen, gerne auch können. Und den, der wurde uns gerade in Auftrag gegeben. Wolfi, dir geht's gut, ne? Ne, du Kleiner? Wir kommen schon wieder ins Random-Gelaber. Aber ich will ja auch was schaffen. So, wir markieren uns hier mal den nächsten Punkt, wo wir hingehen. Guckt mal. Brüllende Falle, Leuchtfeuer. Können wir doch mal hingehen. Das werden wir auch tun. So, ich glaube, wir haben hier schon... Ich habe dir da einen Köder hingeworfen. Köder einmal. Ich würde jetzt wirklich... Wartet mal, bevor ihr den hier kaputt macht. Könnt ihr mal... Okay. Jaguar gezähmt, jawohl! Und schon greifen uns hier die Udam an. Aber die haben natürlich nicht mit uns gerechnet. Wir haben einen Jaguar gezähmt. Der greift auch ganz schnell gleich an. Cool! Komm mal her, mein Süßi. Komm mal her. Ich hab ein Kätzchen. Ich hab ein Kätzchen. Hallo, hallo, hallo. Komm mal her, ich will dich mal streicheln. Oh, so ein süßes Kätzchen. Ach, Mensch. So. Naja. Ich habe einen Jago gezähmt. Es ging dann doch einfacher, als ich dachte, ich hätte nur mal die mittlere Maustaste drücken sollen. Na gut, wir haben jetzt das Kätzchen mit uns. Schön. Also haben wir schon unsere, wenn ich jetzt auf B drücke, unsere zweite Kreatur. Das ging ja einfach. Gut. Okay. Hier scheint es jetzt also loszugehen. Und es wird auch schon wieder bedrohliche Musik gespielt. Ja, na klar. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich hier eure... Wer bist du denn? Alter, wer bist du denn? Hallöchen. Das war's schon, oder was? Gut, dann entzünden wir mal den Pfeil. Habe ich ja jetzt gelernt, dass man mit Z machen kann. Um das Ding hier anzustecken. Und nächstes Leuchtfeuer für uns. Geil, brüllende Felle, Leuchtfeuer. Up, 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 up. Geil. Oh, das fängt ja ganz gut für uns an, würde ich sagen. Wir haben hier auch so einen extrem harten Burschen erlegt. Hm, suchen wir ihn mal ab. Fleisch haben wir gefunden, Hartholz haben wir gefunden, aha. Mann, hier geht das los. Unglaublich. Hier haben wir auch gleich noch ein Belohnungslager. Hier eine überdachte Hütte diesmal, also so richtig überdacht mit allem drum und dran. Pipapo. Oh, spannend. Was haben wir denn hier? Südstein, nehme ich mit. Schiefer brauchen wir nicht. Schiefer. Fleisch geht immer. Mit PF.
Okay. Wir brauchen ja immer noch Dachshundfell, Feuerstein, Tierhaut scheinbar auch. Tontöpfe, nein. Hartholz geht immer. Tierfett. Gut. Das mit diesen Bomben sollten wir dann auch mal probieren. Oder du pissst hier aufs Feuer oder was? Also, das sind ein paar. Das sind schon ein paar Schlingel, ne? Ich finde die witzig, die Tiere. Ach, sehr geil gemacht. Ich bin so froh, dass ich mir das gekauft habe, das Spiel. Das war auf jeden Fall lohnend. Ja, und der Papa hat wieder nicht geguckt, wie. Jetzt wartet mal, ich muss mal gucken. Gucken, wann ich hier. Wie lange wir hier schon aufnehmen. Daily Business. Ich habe immer nebenbei noch was zu tun und also es ist auf keinen Fall störend, versteht mich nicht falsch, aber das müssen wir dann mal hinnehmen, falls hier mal E-Mails reinkommen oder so, die halt gerade mal wichtig sind und die ich halt mal so nebenbei. Oh, jetzt habe ich schon, habe mich ein bisschen erschrocken, was ist denn das hier? Okay. Okay. Nochmal. Kletterkralle. Und dann nach unten ablassen. Okay, C lösen und dann schauen wir mal. Ja, es hätte auch schief gehen können. Wir waren jetzt hier gerade auf so einer Zwischenebene. Ich habe das Gefühl, dass das Kätzchen hier auch besser klettern kann als der Wolf. Ist natürlich sehr gut auf unwegsamen Gelände. Gut. Bevor wir hier wieder wild durch die Gegend laufen, aber wir sind schon auf einem guten Weg, sehe ich, werden wir mal etwas weiter vorstoßen. So, diese Lagerfeuer, die. Also hier dieses. Ich gehe nicht nochmal hin. Also. Was ist das hier für ein komisches. Okay. So, wir waren bei diesem Lagerfeuer, waren wir schon, ne? Besonderheit, Wiederauferstehungspunkt. Okay. Gut, das hatten wir also schon. Gehen wir mal zu diesem unbekannten Ort und dann drängen wir auch mal ein bisschen weiter vor hier ins Land. Wir haben uns jetzt fast ausschließlich erstmal auf diesen Süden hier, hatten uns auf diesen Süden hier konzentriert, aber wir gehen mal hier weiter, weil ich sehe, hier gibt es auch Braunbären und den würde ich, so einen von denen würde ich mir natürlich gern zähmen. Gut, auf geht's. Auf geht's, los geht's. So. Gut. Haben wir markiert. Dum di dum di dum, dum di dum di dum. Also sobald hier natürlich eine andere. Aha. Gut. Entspann dich. Jetzt ist Höhlenlöwi unser. Ah, ich glaube, die anderen haben einfach gar keine Chance mehr. Ich streichel dich erstmal. Das ist nämlich ein Feiner. So, jetzt haben wir drei Bestien in unserem Inventar, oder was? Was jetzt geil wäre, wäre natürlich, wenn wir Mammuts reiten könnten, bald. Ah, Dachse, ey. Blablabla. Schneeblutwolf. Blutfangsäbelzahn und großer Narbenbär. Was ist denn hier mit Braunbären und so? Bestien Höhlenbär, Bestie Säbel, Braunbär, die können wir also nicht zähmen. Aber großer Narbenbär, Blutfang, Säbelzahn. Da müssen wir nachher nochmal in unsere Fähigkeiten gucken. Oh, Schluck auf, jetzt schon. Fähigkeiten gucken. Entschuldigung, da sind sie nicht. Vorerst gehen wir aber mal Richtung dieses Lagers hier oder dieses Platzes.
was hier, warum hier auch immer tote Menschen liegen. Die Marsa-Höhle. Ach, ich befürchte schon wieder nichts Gutes, weil hier liegen schon wieder kaputti Menschi oder Tiri oder was auch immer hier liegt. Warte mal, mein Lieber. Wir gucken mal, was hier liegt. Sind das Menschen oder Tiere? Ich habe keine Ahnung. Liegen aber auch sehr gut versteckt. Ich würde gerne mal hier gucken, ob das Tiere sind. Nein, es sind Udam. Da hat also schon jemand zugeschlagen. Und wir werden mal sehen, was es mit dieser Höhle auf sich hat. Ja, ne, das ist ja Glück. Das ist ja Glück, dass wir dich dabei haben. So, mal gucken. Heiliger. Was ist denn hier passiert? Hier hat doch wieder ein Säbelzahntiger zugeschlagen. Das sehe ich doch. Das ist doch eindeutig das Werk des Bösen. Bitte nicht gleich wieder Erschrecki-Aktion hier. Warte mal, mit Z entzünden habe ich ja gelernt. So, dann müssen wir erstmal warten, bis das hier abgebrannt ist. Okay, und dann kommen wir hier auch eventuell weiter. Wow! Alter! Was ist denn das für ein Kack? Also das konnte jetzt keiner wissen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir haben wenigstens Ton gefunden, super. War mindestens wieder so ein Erschrecko, Matiko-Sekündli hier wie bei dem Krokodil letztens. Naja. Wir tauchen erstmal ein Ründchen. Da kommen wir aber auch nur in die andere Höhle, sehe ich. Das ist ja nichts Besonderes. Schwimmen wir hier mal ein bisschen rum, aber auch ein bisschen das Wasser unten im... Ja, das ist irgendein Fehler hier. Auch ein bisschen unten im Blick haben. Nicht, dass wir wieder überrascht werden von... Ne? Von einem Alligatorchen. Wer auch immer hier diese Udam getötet hat. Keine Ahnung. Boah, Alter. Ich bin nicht gewohnt, dass du mein Bestien bist. Na. Okay, gucken wir mal hier lang. Ist ja wieder so ein... Nee. Aber ich höre irgendwas. Okay, scheinbar haben wir hier nichts weiter in der Höhle, außer... Nö, Pfeile entzünden können wir hier. Und man kann ja scheinbar durch diese Wasserfälle gehen. Nö. Das sind nur ganz normale Wasserfälle. Na gut. Wir rüsten mal noch ein paar Pfeile auf. Gut, hier ist nichts weiter, glaube ich. Das war's dann. Dann können wir ja zu dem nächsten gehen. Und zwar habe ich, das ist hier die Marsa-Höhle und hier ist ein Stammeskonflikt. Schauen wir uns den nochmal an. Gehen wir mal zu dem Stammeskonflikt und werden mal sehen, was da so geht. Hier kann man ja scheinbar so hoch. Da ist das kleine Löwchen vorhin ja auch hochgeklettert, so wie es war. Und ich glaube hier, unser Schatzi kommt hier auch so hoch. Okay, und ich denke, der ist hier oben irgendwo, der Konflikt. Na, ich warte lieber nochmal. Komm mal mit hier, mein Lieber. So. Aber geil, endlich haben wir das mal mit diesen, ja, hier hoch. Hier hoch und wir haben nichts dabei. Endlich haben wir das mal mit den Bestienzähmen in Angriff genommen. Es hat mich irgendwie schon so ein bisschen abgenervt. Und ja, ich habe auch viele Hinweise bekommen. Aber, ihr wisst ja, wie das ist. Man spielt das so auf seine eigene Art und möchte sich dann auch so ungern da reinreden lassen. Das ist so immer so ein bisschen, was haben wir denn hier?
Okay, Udam-Krieger jagen Winja in der Nähe ihrer Hütten, töte den Udam-Anführer und durchsuche seine Leiche. Na dann los. Wo lang muss ich? Da bin ich hergekommen. Scheinbar hier lang. Wo sitzt der denn jetzt wieder? Der hockt sich da unten ein zurecht. Ich bin jetzt hier auch mal nicht leise. Crouchen können wir jetzt schneller, ne? Nee. Nicht so wirklich. Der Udam-Anführer. Ist der irgendwo hier unten? Irgendwo mit Ö. Ich habe ihn auf jeden Fall schon gehört. Da drüben ist eine Kletterkrallen-Action. Wo willst du hin, mein Lieber? Guck mal, da ist doch jemand. Aber bis dahin kommen wir nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal hier runter, verstecken uns hinter diesem Baum. Okay, da ist der Anführer. Dass da natürlich auch noch jemand ist, hätte ich nicht gedacht. Ach ja, ich habe mich wieder direkt in die Höhle des. Aber da kümmert sich meine Bestie drum, das ist sehr cool. Okay, Bestienkill, super. Da ist scheinbar. Ne, da müssen wir mal reingehen. Ja, ist gut. Hier bläst einer ins Horn und holt wieder die anderen. So, hat sich aber schon erledigt. Sehr gut, wir haben Waffenrohstoffe zu unserem Lager hinzugefügt bekommen. Den Stammeskonflikt haben wir auch mal gleich beigelegt. Ja, cool. Heute also auf Höhlung-Erkundungstour durch Oros. Sag mal, waren wir nicht in dieser gleichen Höhle hier schon mal? Eben grad? Und da waren die noch nicht, oder was? Ich war doch hier. Das ist doch die Höhle. Das ist doch genau die Höhle, oder nicht? Nee. Es ist jetzt hier nur so total. Warte mal. Muss mal was gucken. Ist das nicht die Höhle? Keine Ahnung. Wo bin ich denn hier jetzt? Naja, vielleicht eine Höhle, die ähnlich aussieht, aber ich glaube, das war eben genau die Höhle, die wir gesehen haben. Ist ja auch vollkommen Wurst. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann weiß ich's. Oder auch nicht. Ja, das ist die. Das ist genau die Höhle, wo wir eben gerade waren. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Map gehen, werden wir sehen, dass das die Marsa-Höhle ist. Genau. Sah eben ein bisschen anders aus. Okay, den durchsuchen wir nochmal, den Kollegen. Hier, ach, da sind noch ein paar Udam. Na, dann werden wir die doch nochmal erledigen. Komm, ich verstecke mich mal kurz hier hinter. Wolfi, kannst du mir mal. Nee, Löwi, kannst du mir mal kurz helfen? Danke. Jetzt sind plötzlich überall welche, oder was? Oh. Du musst mir jetzt mal ganz dolle helfen. So, zack, Bestienkill, super. Ah, schon viel, viel besser. Also die Bestie macht ordentlich Damage. Bleib stehen, Mensch. Ja, das war's. Löwi, komm, ja, ist gut. Ist gut. Alle haben Angst vor dir. Ah, der isst auch schon ein größeres Stück. Mann, du hast dich doch gerade hier an dem jungen Herren gelabt. Ah, mir wird bei sowas immer ganz anders ums Herz, ums Warme. Ja, wir haben hier eine Spur der Verwüstung hinterlassen, aber da ich gerade Fleisch brauche, werde ich die auch mal absuchen.
Der eine oder andere wird dann sagen, das nervt voll. Mach mal die Animation aus. Aber nein, ich will die sehen. Okay, ist voll. Was machen wir als nächstes? Schauen wir mal. Hier haben wir ein Winger helfen. Wir arbeiten also heute mal wahrscheinlich nicht an der Hauptmission weiter. Passt mal auf, wir werden mal zu diesem Außenposten gehen und mal versuchen, den zu erobern. Dann sind wir nämlich richtig weit im Land drinne. Und von da aus können wir dann auch richtig gut agieren, denke ich. Schauen wir nochmal auf unsere Fähigkeiten. Bestienmeisterfähigkeiten, guck mal. Wir sollten das mal in Angriff nehmen. Gesperrt. Zähme 5 Bestien, noch eine übrig. Aha. Ich muss also erstmal eine bestimmte Anzahl von Bestien zähmen, um dann hier weitermachen zu können. So, so. Na gut. Ja. 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 Ja, wir gehen jetzt mal zu dem Außenposten. Ach, das ist immer so, immer wenn ich hier anfange. Dann kommen hier die Nachrichten nach und nach rein. Kannst du mal bitte aufhören? Zack. Und Udam Nummer. Also, dass der das auch nicht sieht. Gut. Wir müssten, glaube ich, mal unsere... Ja, jetzt ist wieder Holz weg. Holzvorräte hier auffüllen. Holzpfeil. Und ein bisschen Fleisch entnehmen. Na, ja, der hat schon wieder Hunger. Na, isst du mal. Ich gehe derweil schon mal weiter. Und nehme gleich noch mal ein bisschen Holz mit. Oh ja, die Tiere haben auf jeden Fall Respekt vor den Löwen. So, hier haben wir einen Außenposten, richtig? Ist das schon der Außenposten? Okay. Okay, das sieht aber aus wie ein Außenposten von den Sonnenläufern, den wir schon längst entdeckt hatten. Wo sind sie? Ja, genau, da kommen sie nämlich. Nee, das sind Udam, richtig? Das sind Udam. So, einmal Kopfschuss. Zweimal Kopfschuss. Bestienkill, ich bin niemand. Dreimal Kopfschuss. Ja, das ist ganz beschissen, weil ich nicht weiß, wo dieses Horn ist. So, jetzt müssen wir natürlich die hier auch noch abwehren. Bestie, komm mal her. Ja, ist ja gut. Oh, geduckt hat er sich. So, jetzt müssen wir natürlich hier auch von unseren Gegnern noch mal ein bisschen was einsammeln. Ja, ja, ist ja gut. Komm her. Ah, dass der mit dem Pfeil aber auch noch weiterläuft hier. Verdammt noch mal. So, da kannst du dich mal kurz... Super! Oh, Entschuldigung, hat übersteuert. Neuer Außenposten, sehr geil. Tata! Okay! Schön! Ach. Schön die Chinsen! Jetzt kommen ja auch unsere Leute einmarschiert. Das ist super. Und am Ende stellt sich raus, wir waren die Bösen. Ach. Dann ziehe ich aus. Dann war es das für mich. Dann waren die Ranger für mich Geschichte. Das würde ich nicht so schön finden, wenn ich plötzlich eines Irrglaubens... Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Kleinen Moment. Ach, ja.
Nee, du bleibst. Warte mal, lass ihn mal. Ich wollte das Pantherchen eigentlich zähmen. Und hier geht's irgendwie, warum auch. Aha. Na, 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 na. Es wird wahrscheinlich nichts. Warte mal, dieser Köder. Wo ist denn das Bestien jetzt hin hier? Das kleine Früchtchen. Nein, 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 nein. Ah, ganz schön schwer hier. Oh Gott, ja. Wir sind hier schon wieder in ein Ereignis reingeschlittert. Löwi, kümmer dich mal. Okay, es ist jetzt gut hier, wie sich alle streiten. Jetzt ist aber mal Schluss. Nee, das kann ich nicht zulassen. Ja, das Ding ist sowieso bald tot. Oh ja, und ich brauche auch mal was zu essen. Oh, Mann, 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 ey. Ja, du kannst dich an dem laben. Oh, hier geht's schon wieder rund. Du schlitterst ja auch einfach in diese Ereignisse rein manchmal und willst es gar nicht. Was haben wir denn hier? Guck mal. Ranger-Ereignis abgeschlossen, na, das ist doch fein. Alter, der Chef, der sagt einmal was und schon sind alle weg. Geil. So, ich nehme mir nochmal Alderholz mit. Südpurpurblatt habe ich gerade bekommen. Ah, oh, nee, ich will eigentlich gar nicht. Das sieht auf jeden Fall schon wieder nach einem. Ach nee, das ist unser Lager. Das ist dieses Lager, wo wir gerade waren. Hier ist jemand von uns. Mensch, beruhigt euch, das ist nur meine Bestie. Oh, dass die sich immer gleich so aufregen müssen. Naja, hier können wir jetzt erstmal sowieso nichts machen. Ich gehe mal hier rein, guck nochmal, was in meinem Belohnungslager war. Ja, ich hoffe, jetzt sind alle zufrieden, die gesagt haben, Mensch, Andreas, mach doch mal hier, tu doch mal dies, das. Dumm, die dumm, die dumm. Gucke ich hier nochmal rein. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, jetzt würde ich ein kleines Päuschen machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es heißt Far Cry Primal. Und dann schaue ich mal, dass ich in der Hauptstory ein bisschen vorankomme. Gut, bis dahin, irgendwie ist in letzter Zeit so, ne? Ich habe mich so an das Spiel gewöhnt und es sollte mal wieder was Spannendes kommen, sagen wir es mal so. Deswegen machen wir mal bei der Hauptstory weiter. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Bis bald, meine Freunde. Tschüss.